An der Börse dreht sich alles um das Thema Inflation, der Reflationstrade, also die Erwartung, dass die Corona-Krise bald vorbei sein wird. Dann die Nachfrage steigt, die Löhne steigen, die Inflation steigt, weil eben jetzt noch dazu bei einer sich erholenden Wirtschaft der Stimulus durch die Staaten kommt. Dazu halten die Notenbanken erstmal den Kurs. Dementsprechend sehen wir schon massive Explosionen bei Vermögenspreisen, zum Beispiel Aktien, All-Time-Highs jeden Tag auf der einen Seite und eben auch dann bei Kryptowährungen wie Bitcoin auf der anderen Seite. Alles letztendlich Ausdruck dieser Erwartung. Und heute werden wir wissen, wie faktenbasiert diese Erwartung ist, zumindest im kurzen Zeitfenster, denn wir bekommen die Verbraucherpreise aus den USA und hier ist die Erwartung, dass die höher ausfallen werden auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite dann Jerome Powell heute Abend mit Aussagen zu der ganzen Fed-Politik und das ist das, worauf die Märkte jetzt gewartet haben, vorgestern und gestern. Naja, es war so ein bisschen ein Wartemodus, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert, hat nicht wirklich so viel stattgefunden, was naja, ein bisschen gekickt hat, muss man sagen, aber jetzt Butter bei die Fische. Und wir wollen uns diese ganze Geschichte mal anschauen. Gibt es einen realen Hintergrund für die Erwartung für Inflation? Ja, den gibt es, denn wir sehen, die Lohnstückkosten, Unit Labor Costs in den USA sind ziemlich deutlich nach oben gegangen und normalerweise folgen dann mit einer gewissen Verzögerung auch die Inflationsdaten hier, Core CPI, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, folgte dann diesen Unit Labor Costs, also diesen Lohnstückkosten. Also dementsprechend ist da schon durchaus was dran. Wir sehen in realen Daten die Lohnstückkosten, ich glaube vorgestern oder letzte Woche sind sie veröffentlicht worden, zeigen also schon deutlich nach oben. Wenn wir uns mal die Inflationsentwicklung, also die Entwicklung der Verbraucherpreise anschauen, der offiziellen Verbraucherpreise, also in den USA sehen wir 0,1% zuletzt. Wir hatten mal einen Ausreißer, 0,6%. Wir sind also wieder deutlich im positiven Terrain, waren im Rahmen der Corona-Krise mal 3 Monate doch deutlich negativ. Aber jetzt müsste eben, wenn die Erwartung der Märkte gerechtfertigt ist, diese Kurve Stück für Stück nach oben gehen, denn dann würde all das sich bewahrheiten, was die Märkte einpreisen mit diesem Reflationstrade. Das müsste und sollte also jetzt passieren. Jetzt die Frage eben, wenn das passiert, dann müsste die Fed wahrscheinlich die sogenannte Yield Curve Control einführen, also die Deckelung der Anleiherenditen verlängern laufen, der Anleihen, damit die nicht zu weit steigen, denn das würde dann Finanzierungen verteuern, würde Kredite verteuern, würde also die ganze Geschichte ein bisschen schwierig machen. Man würde dann also auch vor allem länger laufende Staatsanleihen manipulieren, denn die Märkte würden ja einen Ausgleich fordern. Wenn die Inflation ansteigt, dann sagt man sich als Käufer von Staatsanleihen, hey, dann brauche ich höhere Renditen. Wenn jetzt aber sozusagen die Käufer nicht bereit sind, eben geringere Renditen in Kauf zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, da muss die Fed als Käufer einspringen, muss also die normalen, nicht institutionell Fed-Käufer ersetzen. Nee, so muss es heißen, die Fed muss also praktisch institutionelle Investoren ersetzen, die nicht bereit sind, bei diesen Renditen zu kaufen. Das heißt, die Fed müsste sich dann immer größer am Anleihemarkt engagieren, um das zu erreichen. Das ist genau das, was die Bank of Japan derzeit macht. Und hier sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, auf der einen Seite haben wir die realen Renditen, die sind ja negativ, also Rendite minus Inflation. Wir haben auf der anderen Seite eben dann die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, so knapp über 1%, 1,15 um und bei. Und wir haben die sogenannten Break-Even Inflation Rates, die sind bei 2,2%, also hier praktisch der Unterschied zwischen nominalen Renditen für Staatsanleihen und inflationsgeschützten Renditen. Und da sieht man, die Märkte preisen ganz deutlich Inflation ein. Normalerweise müsste dann eben auch die 10-jährige Rendite nach oben gehen, müssten also die Anleihemärkte diese ganze Geschichte jetzt nachbilden. Hier sehen wir nochmal das an anderer Grafik und sehen, es ist vor allem die USA mit diesen 5-Year-5-Year Inflation Swaps, die hier deutlich nach vorne laufen. In Europa ist die Situation ja so, dass wir wahrscheinlich noch weiter Lockdown haben, also da ist
Heute wird das ja entschieden. Da ist sehr wahrscheinlich erstmal nichts mit anziehender Inflation, zumindest im kurzen Zeitfenster. Es wird länger dauern, weniger Impfungen etc. etc. Daher diese gewaltigen Unterschiede. Spricht eigentlich für den Dollar. Derzeit sehen wir ja einen Rücksetzer des Dollars, aber normalerweise wäre das Dollar positiv, denn die Erwartungen sind eben so, dass die Inflation ansteigt, dann steigen die Renditen. Das wiederum ist normalerweise nicht so schlecht für den Dollar. Heute vor dem Economic Club of New York kommt Jerome Powell. Um 20 Uhr, hier sehen wir ihn mit der Spritze und die Junkies haben die Geldscheine in der Hand und wollen die neueste Droge haben. Sehr schöne Grafik von Investing.com, muss ich sagen. Gestern ja Aussagen von Robert Kaplan, dem einzigen Fed-Mitglied, mit ein bisschen Anstand, der gesagt hat, ja, natürlich beeinflusst das, was wir da tun, massive die Finanzmärkte. Jerome Powell hat das ja bestritten bei der letzten FED-Sitzung, indem er gesagt hat, ja, die Geldpolitik der FED, das wird da überschätzt in seinem Einfluss. Es ist ja nur eher die Zukunftserwartung, die die Märkte einpreisen würden. Bullshit, das weiß auch Jerome Powell selbst. Nein, es ist vorwiegend die FED, die Märkte sind trainiert, wie pavlovsche Hunde zu reagieren auf das, was die FED macht. Insofern kommen eben solchen Aussagen von Jerome Powell diese besondere Bedeutung zu. Sam Zell, vielleicht kennen ihn manche, sehr bekannte Figur in den USA, hat gesagt, also vieles erinnert an das Jahr 1999. Das ist die Erwartung, du kannst aus diesem Spiel aussteigen, bevor dieses Spiel vorbei ist. Also die Reise nach Jerusalem, jeder kriegt noch einen Platz, wenn die Musik aufhört zu spielen, wie einst der Citigroup-Chef gesagt hat. Erst dann wird es ein bisschen eng. Du wirst wahrscheinlich oder wir werden wahrscheinlich irgendwann wissen, wie viel von diesem Stimulusgeld in diesem Casino gelandet ist. Ich hatte kürzlich schon mal Grafiken gezeigt, die zeigen eben, wie das Handelsvolumen nach Erhalt des ersten Stimuluschecks nach oben ging, wie die Erwartung nach oben geht, sich direkt in Handelsvolumina, vor allem bei Penny Stocks, äußert, wenn klar ist, okay, es kommen noch weitere Stimuluschecks und es sollen ja jetzt diese 1400 Dollar kommen für alle Familien, die weniger als 200.000 Dollar verdienen, und das sind die allermeisten in den USA, kann man vermuten. Das wäre also für eine vierköpfige Familie stattliche 5.600 Dollar. Nicht schlecht, muss man sagen. Aber kommen wir nochmal zu dieser ganzen Blasengeschichte zurück, was Sam Zell hier gesagt hat. Und wir sind jetzt auf genau demselben Niveau, auf dem wir 1999 waren, in Sachen IPOs, die kein Geld verdienen. Also Börsengänge von Firmen, die kein Geld verdienen, sondern Verluste machen. Aktuell 80% der Börsen, der Firmen, die an die Börse gehen, machen Verluste. Das war auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase genauso. Man sieht jetzt, dass dann entscheidend ist, wie schaut es eigentlich aus mit Issuance, Equity Issuance, also zum Beispiel Kapitalerhöhungen oder Anleiheemissionen. Und wir sehen, das ist ein Frühindikator für das, was dann an den Börsen passiert. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Anleiheemissionen im Junk-Sektor anschauen, Triple C, also die unterste Kategorie der untersten Kategorie, absoluter Total-Junk. Ja? Also wer das mit der Kneifzange anfasst, der muss sehr mutig sein. Wir sehen hier die Emissionen sind im Januar jetzt durch die Decke geschossen, werden immer höher. Man versucht also noch schnell an Geld zu kommen, gerade diejenigen, die es sich eigentlich am wenigsten leisten können. Und gleichzeitig fallen die Risikoprämien für Junk Bonds in den USA auf den niedrigsten Stand ever, nämlich unter 4% im Durchschnitt. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass auch die großen Banken jetzt immer weniger ihre Bilanzsumme für Kredite hier bereitstellen. Wir sehen also eine gewisse Vorsicht der großen US-Banken. Sie werden also skeptischer, wie es aussieht, perspektivisch skeptischer, denn sie wissen, das kann auch schiefgehen, diese ganze Geschichte. Also man soll Leute ja immer beurteilen nach dem, was sie tun und nicht nach dem, was sie sagen. Insofern ein interessanter Punkt bei dem, was die Banken hier tun. Also, das ist jetzt dieser Komplex Inflation. Ich hatte gestern auch über Bitcoin gesprochen, dann kommt praktisch standardmäßig der Vogtmann hat keine Ahnung. Dementsprechend kann er darüber überhaupt nichts sagen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, über das, was Bofinger, dieser Wirtschaftswissenschaftler, gesagt hat. Wer heute Bitcoin kauft, muss Erwartungen darüber bilden, welche Erwartungen andere Investoren über den Bitcoin bilden. Also, es geht hier um ein Spiel der Erwartungen. Und diese wiederum müssen sich ebenfalls fragen, wie die Erwartungen weiterer Investoren sind. John Maynard Keynes, dieser legendäre
Ökonom und selbst wilder Spekulant, hat hierfür den Ausdruck der Erwartungen dritten Grades geprägt. Also es geht hier um Erwartungen, was andere erwarten in Sachen Bitcoin. Das entscheidende Argument für die Anhänger von Bitcoin ist der steigende Preis. Das ist sozusagen die Bestätigung dessen, dass sie unbedingt recht haben. Letztendlich aber steht eben Bitcoin im Wettbewerb mit anderen Währungen, so Bofinger. Und wenn wir uns diese anderen Währungen mal anschauen, dann sehen wir, es gibt um und bei 8000 Kryptowährungen derzeit und es gibt 160 Fiat-Währungen. Jetzt ist es aber so, dann sagen manche zum Beispiel in Reaktion auf meine Videos, ja und, dann gibt es halt 8000 Kryptowährungen, es gibt ja auch total viele Währungen. Ja okay, aber wie viele Währungen gibt es in Deutschland? Eine. Wie viele Währungen gibt es in der Eurozone? Eine. Wie viele Währungen gibt es in Australien? Eine. Vielleicht gibt es in Ländern wie Simbabwe noch eine Schattenwährung, als nämlich der US-Dollar, weil man der eigenen Währung misstraut. Aber das ist doch der Punkt. Es gibt eine überschaubare Anzahl von Währungen und in jeweiligen Ländern gibt es nur ein Zahlungsmittel, das offiziell ist, nämlich dieses Fiat-Geld, diese Fiat-Währung in Deutschland und der Eurozone eben der Euro. Jetzt hat ein Nutzer kommentiert und hat gesagt, okay, wenn man es mal runterbricht, kann man sagen, wir Bitcoin-Fans, wir sind short in Fiat-Geld. Das ist ein Punkt, den ich gut verstehe, den ich nachvollziehen kann. Okay, wenn man sagt, das Ding läuft irgendwann perspektivisch aus dem Ruder und das ist auch die Brücke wieder zur Inflation, dann shorte ich gewissermaßen Fiat-Geld, also praktisch Geld, das aus dem Nichts durch Staaten geschöpft wird und nur durch das Vertrauen in die Staaten seiner Existenzberechtigung und Wirkungsmacht hat, dann shorte ich das. Das ist ein Punkt, der mir irgendwie einleuchtet, wo ich sage, okay, das ist ein rationaler Hintergrund. Was mir nicht einleuchtet, sind dann solche Dinge, Verweise, die Zeugen Bitcoins, ähnlich wie die Zeugen Jehovas, hat man so ein bisschen das Gefühl, prominente Gewährsmänner nach dem Motto, ja, guck mal, da ist doch zum Beispiel Elon Musk. Glaubst du etwa, wenn du Bitcoin skeptisch bist, dass du schlauer bist als Elon Musk? Naja, sagen wir mal so, wenn ich mich mit Elon Musk vergleiche, jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Jedenfalls bin ich Teil und Mitbesitzer eines Unternehmens, das im Jahr 2020 profitabel war, auch ohne Subventionen. Das kann man von Herrn Musk leider nicht sagen. Oder zum Beispiel in Sachen Privatleben ist jetzt Elon Musk auch nicht so furchtbar erfolgreich, wenn man sich die vielen gescheiterten Beziehungen mal anschaut. Also jeder hat seine Stärken, hat seine Schwächen. Elon Musk ist genialisch, aber es ist einfach Schwachsinn zu sagen, ja, glaubst du etwa, du bist schlauer als Elon Musk? Elon Musk hat auch viele Fehlentscheidungen getroffen, auch unternehmerische Fehlentscheidungen getroffen, wie jeder andere auch. Interessant jedenfalls ist, dass Tesla mehr Profit gemacht hat, wahrscheinlich schon mit Bitcoin jetzt, das man vor einem Monat gekauft hat, als jemals mit den Autos innerhalb von 14 Jahren. Das bringt ja eigentlich alles auf den Punkt. Ein weiterer Gewährsmann für Bitcoin ist dann Ray Dalio. Verdammt gute Erfindung, hat er gesagt in diesem LinkedIn-Post, What I Think of Bitcoin. Aber Ray Dalio sagte eben auch, das größte Risiko für Bitcoin ist es, erfolgreich zu sein. Dann wird die Politik versuchen, Bitcoin zu töten. Da habe die Politik jede Menge Power. Das ist genau der Punkt, den ich auch sehe, dass die Politik eben das nicht auf sich sitzen lassen wird. Je erfolgreicher, je größer diese ganze Krypto-Geschichte wird, umso gefährlicher. Da wird man reagieren. Jetzt zum Beispiel auch die Frage von Zero Hedge, ja. Hat Bridgewater, also die Firma von Ray Dalio, eigentlich schon Bitcoin gekauft? Bisher jedenfalls nicht. Vielleicht werden sie es irgendwann machen, aber bisher haben sie nicht gekauft. Hier wollte ich Ihnen mal so eine Art Kettenbrief zeigen in Sachen Bitcoin. Bitcoin-Handel kann sie reich machen, bla bla, genau, das ist, aber dazu braucht man einen guten Partner, blub blub, und dann kommt sozusagen ein Ding nach dem anderen. Ja genau, ich vertraue da auf den und das ist super und blub blub blub. Und dann kommen dann 6, 7, 8, 9 Posts und das findet sich regelmäßig unter meinen Videos. Das wird sich unter vielen anderen Videos finden, die mit Finanzen zu tun haben. Aber wir sehen hier also eine ganze Industrie, die versucht hier mit in diesem Hype Geld zu verdienen, zu beeinflussen durch praktisch Bots. All das sind nicht echte Menschen, sondern das sind irgendwelche Kunstfiguren, die hier der Fall sind. Abschließend hier vielleicht noch in Sachen Bitcoin. Marktkapitalisierung 712 Milliarden, Ethereum 172 Milliarden, da kommt Tether, Cardano und so weiter und so fort.
Also wir sehen, Bitcoin ist hier schon ganz klar die Nummer 1, aber man sollte doch irgendwie anständig bleiben und einfach mal sagen, okay, ich glaube, dass Bitcoin weiter steigt, deswegen bin ich da drin. Aber nicht immer sagen, ja, wenn du das Buch nicht gelesen hast, dann brauchst du gar nicht mitreden. Das ist genauso, wie wenn ein völlig gläubiger Christ mir sagt, ja, wenn du die Bibel nicht gelesen hast, dann hast du alles nicht verstanden. Naja, ich habe die Bibel intensivst gelesen, jahrelang meines Lebens in Originalsprachen, auch Hebräisch und hellenistisches Griechisch, weil ich wissen wollte, was ist da passiert. Nicht, was soll ich glauben, sondern was ist da passiert. Und das ist grundsätzlich mein Ansatz an die Dinge. Das soll es also erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Heute das große Thema Inflation, 14:30 bei finanzmarktwelt.de und 20 Uhr dann die Rede von Jerome Powell, nachdem wir jetzt so ein bisschen ein Vorgeplänkel hatten. Und jetzt kommt ein bisschen Butter bei die Fische, wird eben klar, ist diese Inflationserwartung berechtigt oder ist das ein bisschen übertrieben, zumindest bisher? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich wünsche das Allerbeste und einen herrlichen Tag. Schauen Sie rein heute bei finanzmarktwelt.de. Bis dann, servus.